Ihr Facharztetag ist ein sehr schönes Format, weil wir sehr viele offene Diskussionen führen über viele wichtige gesundheitspolitische Themen. Ja, er ist natürlich mittlerweile, denke ich, schon das Treffen für Fachärzte aller Fachgruppen geworden, um sich zu politischen Themen auszutauschen. Das ist eine hochgradig besetzte, dynamisch organisierte und auch damit viel Esprit ausgestattete Veranstaltung. Der Spiefer Facharztetag ist für mich eine ganz tolle Gelegenheit, viele Kolleginnen und Kollegen zu treffen und auch einen wirklich guten Austausch zu wichtigen Themen, die uns bewegen, zu haben. Das sind Themen, die unsere Kolleginnen und Kollegen unmittelbar betreffen und interessieren. Neue Themen, die auch teilweise brenzlig sind, wo Uneinigkeit herrscht. Der Spiefer Fachärztetag ist für mich ein exzellentes Podium, um sich mit wichtigen Entscheidern aus ärztlicher, aber auch aus dem gesamtgesundheitspolitischen Feld auszutauschen. Und wann habe ich als junger Arzt, früher noch Assistenzarzt, die Möglichkeit, mit zum Beispiel einem Bundesärztekammerpräsidenten oder eben einem Dirk Heinrich als Vorsitzenden des Spiefers mal wirklich ein persönliches Gespräch zu machen? Wir sind kein klassischer Kongress, wo es darum geht, wir haben den Stand da stehen. Wir wollen gucken, dass wir Dinge herausarbeiten und in die Zukunft schauen. Und deshalb sagen wir auch immer, wir reden über fachärztliche Versorgung von heute, aber auch von morgen. Und ich kann nur sagen, Chapeau, eine wirklich runde, exzellente, gute Veranstaltung. Und wenn ich darf, komme ich nächstes Jahr gerne wieder.